Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LernsTV natürlich mal wieder und unser SK Sturm trifft in der 10. Runde der österreichischen Bundesliga zu Hause auf Red Bull Salzburg. Heute mal übrigens der Vorbericht, wie ihr unschwer erkennen könnt, mal Outdoor, weil das Wetter eben gerade noch so schön ist. Ich würde mal sagen, so die letzten hoffentlich schönen Sonnentage, die muss man dann noch genießen, bis irgendwann da mal der Winter dann einbrechen wird so richtig. Und naja, es geht auf jeden Fall gegen die Dosen und ja, einen schwereren Gegner laut Papierform gibt es im Moment nicht, wenn man eben in der Bundesliga bei uns zu Lande zu Gange ist, denn die Dosen alles gewonnen, was man gewinnen kann in der aktuellen Saison, inklusive eben auch erfolgreicher Europa League Auftritte. Und tja, 9 Siege am Stück in der Bundesliga, das ist schon eine ziemliche Hausnummer, würde ich mal sagen. Und es ist natürlich nicht einfach für unsere Blackies. Auch die Statistik ist jetzt ja gegen die Bullen nicht die allerbeste. Die letzten 3 Duelle hat man auf Bundesliga-Ebene verloren. Das letzte Spiel gegen Salzburg, das hat man aber gewonnen. Letztes Jahr, irgendwann mal im Mai, in einem Örtchen namens Klagenfurt. Da dämmert es, glaube ich, bei einigen. Ja, und natürlich erinnert man sich als schwarz-weißer Fan da sehr, sehr gerne an ja, die guten alten Zeiten, will ich fast schon sagen. Ist ja eigentlich gar nicht mal so lange her. Aber was eben uns Hoffnung machen sollte und könnte, man hat den Dosen in der letzten Saison und auch in der vorletzten Saison jeweils die erste Saisonniederlage zugefügt in der Liga. Also warum denn nicht auch das quasi das Quartett, nein, den Dreierpack ist egal, den Hattrick einfach da voll machen und ja, eben die Bullen auch dieses Mal wieder auf den Boden der Realität zurückführen. Budgettechnisch braucht man nichts vergleichen, das ist klar, da sind wir auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Tabellarisch ohnehin, Salzburg jetzt schon auf und davon. Wie es aussieht, werden die Bullen auch ja in dieser Saison ganz souverän den Meistertitel wieder einheimsen können. Und wir krebsen im Moment ja leider nur auf dem 6. Platz herum. Und das kann natürlich nicht die Zielsetzung unseres SK Sturm sein. Ich weiß, das neue Ligasystem ist natürlich ein bisschen tückisch. 12 Mannschaften, man ist im oberen Playoff quasi, also im Meisterschaftsplayoff immer noch drinnen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, ist bei den meisten Sturmfans so. Insgesamt ist mir das trotzdem zu wenig. Man hat immer noch, denke ich, das vierthöchste Budget in der Liga. Und da kann man, glaube ich, schon erwarten, dass man zumindest um den 4. Platz da schon mit dabei ist. Also von dem her hoffe ich, dass man eben da gegen die Bullen ja eine ordentliche Leistung zeigt. LASK hat ja gezeigt, es ist doch möglich. Halleluja, wir können zu Null spielen. Und naja, gegen Salzburg wird es um einiges schwerer. Obwohl natürlich auch ja die Linzer eine gute Offensive haben. Aber ja, wenn man sich einen Dabur, ein Wolf, ein Minamino und wie sie alle heißen, so ansieht, ist das natürlich schon von der Hausnummer nochmal eine Stufe drüber. Ist klar. Kommen wir zur personellen Situation. Da ist ja eigentlich fast jeder fit. Jakob Janscher fehlt immer noch. Ansonsten glaube ich jetzt kein gröberer Ausfall, was ich so mitbekommen habe. Auf jeden Fall zur möglichen Aufstellung. Da hat man, glaube ich, jetzt mehr oder weniger, also das bitte mit Vorsicht zu genießen, die Aussage war mehr oder weniger seinen Stamm jetzt irgendwo gefunden. Siebenhandel im Tor ist klar. Die obligatorischen drei Innenverteidiger mit Marisic, Spendlofer und Aflonitis. Koch auf rechts. Links ist erstmal Hierländer gesetzt als eher offensiver Außenverteidiger. Im Zentrum hat man Kitaishvili, Schul, die zwei auf jeden Fall. Und aktuell wohl eher Lackner statt Lovric. Ist Geschmackssache, würde ich jetzt mal behaupten. In der Offensive, da ja, ist der einzig halbwegs Konstante eigentlich Grozurek. Und neben ihm, da ist wohl das einzige wirkliche Fragezeichen, ob Husbeck wieder beginnen wird als zweite nominelle Spitze oder ob man vielleicht diesmal eher ja, auf einen Hosiner, einen Pink, einen Issé setzt. Ja, ich traue mich ehrlich gesagt da gar keinen Tipp mehr abgeben. Ich hoffe einfach, ja, dass die Jungs sich reinhauen, dass sie kratzen, beißen. Spielerisch wird man den Dosen sicher nicht das Wasser reichen können. Aber trotzdem, es hilft ja nichts, sich da in die Hosen zu machen und vorher quasi schon eine Ausrede dafür zu suchen, dass man sich abschlachten lässt. Also das sollte sicher nicht der Sinn der Sache eines Sportlers sein. Und ja, wird es definitiv auch nicht, hoffe ich. Aber ja, eben, mit Kratzen, mit Kämpfen, da kann man dagegen halten. Mittel ja, sind natürlich auch wichtig, aber unterm Strich, wenn man sich 100% reinhaut, ist jeder Gegner zu biegen, außer vielleicht du spielst wirklich mal gegen Real Madrid oder was weiß ich, aber eben, auch die Dosen sind nur Menschen.
Das darf man eben an der Stelle nicht vergessen. Und ja, warum sollen wir denn nicht dann die erste Mannschaft sein, die den Bullen die erste Saisonniederlage in der Bundesliga zufügt? Von dem her, bevor ich mich verabschiede, schreibt mir natürlich gerne in die Kommentare, was ihr zu dieser Partie sagt. Glaubt ihr, haben wir eine Chance gegen Salzburg? Oder ja, gibt es eine Klatsche? Auf jeden Fall, Punktezuwachs wäre wichtig, wenn man in der Tabelle vorankommen möchte. Und von dem her war es das dann auch jetzt schon wieder von mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. In diesem Sinne natürlich, euer Elias. Auf die schwarzen Gämmerburschen. Und bis dann. Ciao, ciao.